Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Geblitzt. Und man glaubt es ja kaum, nachdem Nino es schon seit Ewigkeiten so verkündet, heute tatsächlich mal mit Comic News. Denn letzte Woche hat Marvel Comics ein paar Neuigkeiten bezüglich einiger ihrer bekanntesten Charaktere verkündet. Und ich musste leider feststellen, dass ein Großteil der Mainstream-Medien oder auch einige YouTuber diese einfach falsch wiedergeben. Und deswegen möchte ich die ganze Sache mal ein bisschen klarstellen und vielleicht auch meine Einschätzung der Dinge mal vermitteln. Den Anfang machte die Bekanntmachung, dass mit der im Oktober startenden Serie Thor eine Frau dessen Kräfte, die mit dem Hammer Mjolnir einhergehen, haben wird, da Thor selbst sich nicht mehr als würdig erweist, den Hammer zu führen. Soll heißen, der uns bisher bekannte Donnergott wird ähnlich wie im Thor-Film nicht in der Lage sein, den Hammer zu heben und somit auch nicht auf seine Kräfte zugreifen können. Jemand anderes wird sich aber als würdig erweisen. Dieser jemand ist halt eine Frau. Möglicherweise auch ein Charakter, den wir bereits aus der Vorgängerserie Thor God of Thunder kennen. Aber das wird zunächst erstmal ein Geheimnis bleiben und sich in der neuen Serie nach und nach ergeben. Thor und Odin selbst werden nicht wissen, wer den Hammer jetzt führt. Aber um es nochmal ganz klar zu machen, Thor, der Sohn von Odin, der Halbbruder von Loki, der Prinz von Asgard, der im Film von Chris Hemsworth gespielt wird, ist und bleibt ein Mann. Eine magische Geschlechtsumwandlung wird es nicht geben. Und die Trolle, die sich da momentan drüber aufregen, sind ein paar Jahre zu spät dran. Denn das hatten wir 1999 in der Serie FX schon mal. Er wird sogar Teil der Avengers bleiben. Er wird halt nur nicht würdig sein, Mjolnir zu führen. Stattdessen wird er wieder seine Axt Jarnbjorn schwingen. Und ganz ehrlich, das ist auch das, was ich am interessantesten bei dieser ganzen Geschichte finde. Nicht, wer die Frau unter dem Helm sein wird, sondern ich möchte gerne wissen, wie kommt Thor mit dieser neuen Situation klar? Aber weiter im Text. Die zweite Bekanntmachung betraf Steve Rogers und seinen derzeitigen Status. Und ohne die Geschehnisse in der aktuellen Captain America-Serie spoilern zu wollen, Steve spürt sein Alter und ist nicht mehr wirklich in der Lage, das Schild zu werfen, geschweige denn zu halten. Und daher wird in einer neuen Serie sein langjähriger Freund Sam Wilson, auch bekannt als Falcon, ein neues Kostüm anlegen und als All-New Captain America durch die Lüfte gleiten und den Schild werfen. Wobei ich noch nicht ganz genau weiß, wie sich das Ganze ergänzen wird. Aber Steve wird ihm auch weiterhin als taktischer Berater zur Verfügung stehen und auch Mitglied der Avengers bleiben. Ach so, und auch wenn die Tatsache, dass Sam schwarz ist, eigentlich in der heutigen Zeit keine so große Rolle mehr spielen sollte, gehe ich fest davon aus, dass es für interessante Geschichten sorgen wird. Denn zunächst einmal ist sein Background ein komplett anderer als der von Steve und zweitens wird er sich auch mit dem Rassenhass auseinandersetzen müssen, wenn man jetzt schon Sprüche wie Captain Africa sieht. Da bin ich gespannt, was der Autor Rick Remender daraus machen wird, muss ich zugeben. Tja, und bei all diesen Neuigkeiten, die Schlagzeilen machen, wie Muskelprotz Thor wird zur Frau, sind die Veränderungen, die Tony Stark durchmachen wird, kaum noch von Interesse eigentlich. Aber auch Iron Man wird sich verändern, denn er wird sich nicht nur eine neue Rüstung zulegen, sondern auch nach San Francisco umziehen und sich ab sofort als Superior Iron Man bezeichnen. Ähnlich wie Dr. Octopus es im Körper von Spider-Man Peter Parker damals getan hat. Nur, dass Tony wohl keine so gute Ausrede parat haben wird im Nachhinein, denn die charakterlichen Verfehlungen von Otto, wie Egomanie und leichte Anfälle von Selbstüberschätzung, die hat Tony ja von vornherein schon. Aber soweit die bekannten Informationen. Und alles weitere sind momentan nur Spekulationen. Und auch ob es Änderungen am filmischen Marvel-Universum geben wird, sind nichts weiter als Gerüchte. Oder vielleicht auch Missverständnisse. Denn zum Beispiel, wenn Joss Whedon ein Bild postet auf Twitter von Katie Sackhoff, dann meint er nicht unbedingt, das ist mein Wunschkandidat für einen weiblichen Thor, sondern er könnte auch gemeint haben, dass bei der Battlestar Galactica Neuauflage hat es super funktioniert, den ursprünglich männlichen Charakter Starbuck durch eine weibliche Version zu ersetzen. Jedenfalls interpretiere ich diesen Tweet so. Außerdem muss man es auch mal so sehen. Die Marvel-Filme mögen die erfolgreichsten Filme unter der Sonne momentan sein, aber das drückt sich so gut wie kaum auf die Verkäufe der Comics aus. Auch wenn Marvel versucht, zumindest das Aussehen der Charaktere schon anzugleichen, wie man bei dem Charakter Nick Fury Jr. und Samuel L. Jackson ja ganz gut gesehen hat. Was aber die Veränderung gerade dieser durch die Filme bekannten Charaktere mit sich bringt, ist Publicity, ist Aufmerksamkeit. Es ist ja kein Zufall, dass diese Veränderungen im Fernsehen, in der Talkshow The View oder beim Colbert Report bekannt gegeben werden. Außerdem sehe ich das Ganze auch so, wenn die Geschichten tatsächlich unterhaltsam und interessant sind, wäre es ja auch eine gute Möglichkeit, den Ausstieg eines Schauspielers aus dem filmischen Universum zu erklären. Wenn Chris Evans nicht mehr Captain America sein will, wenn Chris Hemsworth nicht mehr Thor sein will, dann muss man nicht einfach alles wieder rebooten und von neu anfangen. Schreibt es mir doch in die Kommentare, was ihr von diesen Veränderungen haltet. Aber jetzt kommen wir dazu, worauf ihr schon alle die ganze Zeit wahrscheinlich gespannt wartet.
Die limitierten Vorzugsausgaben von Gung Ho aus dem Crosscut Verlag haben gewonnen. Paul aus Bordelum und Lisa aus Dobersdorf. Herzlichen Glückwunsch, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Freude damit. In diesem Sinne, der Blitz hat euch lieb. Weitermachen!